So, unser Wolf ist leider verschollen. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Vielleicht wurde der doch von dem Mammut gekillt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die gesamte Taucherausrüstung an, weil die Stücke so ein bisschen Insulation geben und ohne die wäre ich schon tot. Wir haben hier jetzt im Moment minus 7 Grad. Ich habe zwei Feuer an und... Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Ark Version 254 Special. Und bevor wir anfangen, erstmal einen ganz herzlichen Dank an euch für alle eure Likes und Comments. Der Kanal hat vorletzte Nacht, müsste das jetzt für euch sein, die 3000 Abonnenten geknackt. Super genial. Ganz herzlichen Dank und von mir auch ein ganz herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Ich wünsche euch natürlich super viel Spaß auf dem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Und dann wollen wir mal langsam loslegen. Ich habe mich hier in die enge Hose gezwängt, weil ich mir ganz gerne den Basilosaurus mit euch anschauen möchte. Das ist ein riesiger Dino-Fisch, Fisch-Dino, im Meer unterwegs. Den werden wir uns mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen heute. Und bevor wir loslegen, möchte ich euch noch so ein paar Sachen zeigen. Ich habe noch richtig viel coole Sachen hier in den Patch Notes gefunden. Da kam also super viel dazu. Das ist halt ein riesen Patch gewesen. Und unter anderem können wir jetzt entscheiden, wie wir absteigen wollen. Das ist mal eine richtig coole Neuerung. Total überfällig, dass man vom Archie nicht mehr irgendwie komisch abgeworfen wird. Ihr könnt jetzt A für links oder D für rechts gedrückt halten, während wenn ihr absteigen wollt. Also ihr haltet praktisch A gedrückt und drückt dann E, dann steigt ihr zur Seite ab und fallt erstmal hier runter. Was war das denn? Sind wir durch die Decke gefallen? Vielleicht muss man damit ein bisschen vorsichtig sein. Aber auf jeden Fall total praktisch. Wir können genauso gut hier D gedrückt halten und dann E absteigen. Dann landen wir hier daneben. Und ich glaube, wenn man es zu lange gedrückt hält, dann passieren komische Sachen. Nee, sieht nicht so aus. Also ich weiß nicht, warum wir gerade durch die Decke gefallen sind. Wir sind hier praktisch hier durchgefallen. Aber sind komisch. Naja, wie auch immer. Eine richtig coole Funktion. Ja, was gibt's noch Neues? Da gibt's auch so ein paar Sachen, die sind nicht ganz so cool. Unter anderem kann man jetzt an Dinos keine Suppen mehr verfüttern, so wie ich das gehört habe. Ich weiß nicht, ob wir hier Kaktussuppe haben. Wahrscheinlich nicht. Das ist eigentlich so das Interessanteste, ne? Kalia? Enduro? Was ist das? Lazarus Chowder? Wir könnten jetzt zum Beispiel einfach mal... Was macht denn Sinn? Enduro Stew macht Sinn. Das gibt man Dinos auch ganz gerne, ne? Und wenn wir das jetzt versuchen, zum Beispiel unserem Baryonyx hier zu geben, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Ja. Remote Use Item geht nicht mehr. Wir können ihm noch Fleisch geben, aber hier ist es ausgegraut, also wir können ihm keine Suppe geben. Das ist super uncool. Hauptsächlich deswegen, weil man ja auf Scorched Earth, wenn man Wyvern zähmen möchte, seinem Archie unbedingt Cactus Broth geben muss, diese Kaktussuppe. Wenn man das nicht macht, dann aggroen die ganzen Wyvern auf den Archie und hat man keine Chance, da irgendwelche Eier rauszuholen. Das ist also ein Riesennachteil. Habt ihr auch schon in die Comments geschrieben? Das ist, glaube ich, also das ändert auf jeden Fall Scorched Earth so ein bisschen. Das wird wieder deutlich schwieriger, da Wyvern-Eier rauszuholen. Na gut, das ist auch wieder so eine Änderung gewesen. Und so ein bisschen zum Ausgleich wurden die Loot Drops in Scorched Earth ein bisschen verbessert. Aber nur in Scorched Earth, komischerweise. Da waren die Loots wohl besonders schlecht. Na gut, es wurden auch wieder 5 Levels hinzugefügt, also 5 Max-Levels für Dinos und Spieler. Ich vermute mal, das bedeutet, dass man Dinos jetzt um 66 Levels waren es, ne? Also praktisch um 71 hochleveln kann. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Naja, müsste man mal testen. Und Spielerlevel müsste dann wahrscheinlich wieder kartenabhängig sein, ne? Irgendwie 125 Max-Level? Weiß ich auch gar nicht genau. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Die Levels erreicht man ja sowieso nicht wirklich, wenn man hier irgendwie Vanilla spielt. Da muss man schon mit hochgedrehten Einstellungen spielen. Und was auch geändert wurde oder was neu dazu kam, das kann ich euch mal hier oben am besten zeigen, glaube ich. Wir können mal die Brille aufsetzen. So. Und genau, jetzt habe ich hier diese schicke Brille auf. Es gibt jetzt ein Emote, das ihr einfach über diese Emote-Taste aufrufen könnt. Und das heißt Hide Head. Wir können also hier die Brille aufhaben und den ganz normalen Brilleneffekt nutzen. Und man sieht aber die Brille nicht. Das ist super cool.
damit die Frisuren jetzt auch so ein bisschen besser zur Geltung kommen. Also hier gibt es einfach diese Show Head oder Hide Head Funktion. Super cool. Gefällt mir richtig gut. Die brauche ich auf jeden Fall. Ich habe ja schon jetzt, bin schon eine Weile ohne Helm rumgelaufen. Jetzt habe ich herausgefunden, dass das hier in dem Patch auch dazugefügt wurde, dass man das also durchaus machen kann, ohne den Buff durch diesen Helm dann zu verlieren. So, dann wollen wir mal langsam loslegen. Wir wollen natürlich einen Sattel für diesen Basilosaurus. So heißt der, ne? Gucken. Basilosaurus-Sattel. Okay, 30 Engram Points. Den stellen wir uns her in der Smithy. Basilo. Oh, der kostet irgendwas Komisches. Fiber. Das ist allerdings komisch. Fiber. Wieso haben wir denn schon wieder kein Fiber? Wo ist denn das drin? Ich glaube hier, oder? Ja. Nehmen wir ein bisschen Fiber mit. Und füllen die Smithy wieder auf. Und dann stellen wir uns hier diesen Basilosaurus-Sattel her. Dann brauchen wir natürlich noch Kibbel. Die wollen, glaube ich, Teresino-Kibbel. Deswegen habe ich hier mal diese Teresino-Eier rausgeholt. Das nehmen wir mit. Und dann stellen wir uns das Kibbel dafür her. Das ist ein bisschen komplexer. Also, man braucht dafür natürlich die Teresino-Eier. Fiverr, Mejo-Berries, wie man das schon kennt. Ich glaube, Citroners waren's. Lass mal gucken. Ich hoffe, ich kriege die Zutaten noch richtig zusammen. Sonst muss ich nochmal nachgucken. Und Angler-Gel. Ist aber irgendwo hier mit drin. Vielleicht hier? Ja. Also, ich glaube, das einzige Kibbel, was Angler-Gel benötigt. Wasser haben wir ja, ne? Wir haben einen Wasseranschluss. Was fehlt? Nix fehlt. Teresino-Kibbel. Okay, das sind die Zutaten. War ja gar nicht so schwer. Fiber, Measure Berries, Angler Gel, Citronels und die Teresino-Eier. Super cool. Die nehmen wir noch mit und dann sind wir, glaube ich, schon ausgestattet. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Die brauchen keinen Crossbow, weil die Viecher Passive Tames sind. Das heißt, die werden passiv gezähmt. Wo kommt die Zitrone her? Okay, da waren auch welche drin. Schmeißen wir da wieder mit rein. So. Und dann fliegen wir mal zu unserem Hafen. Ansonsten habe ich alles dabei. Taucherflasche, Brille, Flossen. Ab geht die Post. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis wir so einen finden. Im Meer ist eigentlich immer relativ viel los. Da gibt es auch noch nicht so viele Dinos. Das heißt, da findet man auch das, was man sucht. Ich war tatsächlich schon wieder ziemlich lange hier an Land unterwegs und habe nach dem Purlovia oder so ähnlich gesucht. Nach den beiden, die uns noch fehlen. Und ich habe nichts gesehen. Kein einziges Tier, was ich nicht schon kenne. Das Schaf suchen wir ja auch. Das soll wohl in diesen Grasslands irgendwo spawnen. Aber da stand sogar schon dabei, dass das selten spawnt. Also, was ist das? Das ist ein Diplo. Das sah jetzt komisch aus. Ohne Beine. Sah aus, als wäre ein gestrandeter Wal da irgendwie unterwegs. Das sah wirklich aus wie ein gestrandeter Wal. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Wenn man hier so fliegt und die Beine nicht sieht, dann sieht er so ein bisschen aus wie ein gestrandeter Wal. Na gut. Ist halt ein Diplo. Und hier sind unsere ganzen Wasserdinos. Ich weiß nicht, womit wir starten wollen. Wir können natürlich mit dem Tintenfisch starten. Das wäre ziemlich heiß. Mit dem waren wir noch nicht so viel unterwegs. Ich glaube, das machen wir. Ach ja, Kürzes können nicht auf der Plattform landen. Oh, wir werden angegriffen. Ashley will verteidigen. Springen wir einfach mal ins Wasser. Und ziehen unser Zeug an. Damit wir hier nicht. Oh, wir haben die Suppe dabei. Macht nix. Melee-Damage, Stamina-Regen, können wir gebrauchen. So, unsere Brille noch. Wunderbar. Gut, dann legen wir mal los. Mal gucken, was wir so sehen. Das sind wohl so Wale. Also, keine Wale, ich glaube, das sind Dinosaurier. Aber praktisch die Vorgänger der Wale. Und. Also, die haben praktisch eine Lunge wahrscheinlich. Das heißt, die müssten eigentlich in der Nähe der Oberfläche unterwegs sein. Sonst geht denen ja irgendwann der Sauerstoff aus. Der ist so cool, dieser Thusoteutis. Riesenkalmar. Und hier ist schon wieder die Wand. Ja, ich werde einfach mal ein bisschen rumschwimmen. Mal sehen, was wir so finden. Und wenn wir hier so einen riesen Walfisch sehen, dann melde ich mich mal zurück. Und wir versuchen, den passiv zu zähmen. Das
Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Was ist das denn? Was ist das denn? Das muss einer sein. Wir sind inzwischen im Snowbiome. Und wenn wir hochschauen, sehen wir Eisschollen darum treiben. Und das hier muss so einer sein. Ich weiß nicht, was die Rochen da machen. Vielleicht wird es doch schwieriger, den zu zähmen, weil da so viele Rochen sind. Oh je. Das ist nicht gut. Können wir den Rochen was tun, oder nicht? Wir können uns nicht gegen Rochen verteidigen, im Ernst? Wieso das denn? Oh je. Sieht so aus, als könnten wir weder weg noch uns gegen Rochen wehren. Also, die Attacke tut irgendwie nicht wirklich was. Das ist super komisch. Jetzt haben wir einen erwischt. Oh nee. Bitte, Ark, tu uns das nicht an. Die sind in unserem Kopf und wir können es nicht wehren. Na super. Das war's wohl. Wir können uns nicht wehren. Wir können nichts machen gegen Rochen. Oh je, jetzt sind sie alle hinter uns her. Na genial. Also es gibt noch so ein paar Sachen, die sind ganz interessant zu wissen. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht, dass ich Dusetoides nicht verteidigen kann gegen kleine Rochen. Gut, haben wir wieder was dazugelernt. Da kommen schon die Wölfe. Oh je. Das ist nicht gut. Unsere schöne Taucherrüstung. Das wird schon wieder so ein richtiges Survival-Experiment hier. Gut, sieht so aus, als müssen wir mit dem Quetzal wiederkommen. Hier gibt es keine Bäume, ich kann kein Feuer machen. Wir haben nichts zu essen mehr dabei. Können nur noch so ein Kibbel essen. Das bringt 10 Food. Das war teures Futter. Super mies. Das geht schon wieder ganz schön schief alles. Wir hätten doch lieber ein anderes Tier nehmen sollen. Ich wusste nicht, dass die so Probleme haben, diese Tintenfische. Die waren eigentlich sonst immer ganz cool. Sind zwar ein bisschen langsam, aber machen ja auch ganz gut Schaden. Können versuchen, darüber zu schwimmen. Wir haben nicht mehr viel Hitpoints. Das wird schon wieder eine richtig spannende Exkursion hier. Schauen wir mal, ob wir da hochkommen und vielleicht irgendwie ein Lagerfeuer bauen können. Aber da müssen noch... Kommt bestimmt irgendwann ein Wolf. Komisch, dass wir überhaupt noch am Leben sind. So. Bisschen Holz. Bisschen Stein. Bisschen Flint. Lagerfeuer. Feuer. Campfire. Wunderbar. Go, go, go. Oh, Charlico ist gestorben. Wir sind bestimmt der Nächste. Fleisch. Wir haben doch gerade Wölfe geerntet. Wieso haben wir kein Fleisch? Wenn wir wenigstens Fleisch hätten. Okay, hier gibt es auf jeden Fall ein paar Beeren. Erstmal zum Übergang ein paar Beeren. Und dann gucken wir weiter. Ziemlich spannend hier. Vielleicht sollten wir die Flossen ausziehen, dass wir ein bisschen schneller laufen können. Den Rest lasse ich an, weil das gibt uns wenigstens so ein bisschen Panzerung, ne? Ich komme doch niemals von hier zu Fuß nach Hause. Wir könnten uns irgendwas zähmen. Das wäre wahrscheinlich der einfachste Weg. Das ist ein T-Rex. Wir sind mitten im Snowbiome. Also die Wale scheint es nur im Snowbiome zu geben, würde ich jetzt tippen. Wir sind einmal um die gesamte Karte geschwommen und hier habe ich den ersten gesehen. Ich gehe also davon aus, dass die Snowbiome-only sind. Was haben wir denn noch so? Das ist das Charlico. Oder? Sabertooth ist es. Steht doch da. Gut, den werden wir uns jetzt grillen. Und dann zähme ich mir irgendwas und mache mich auf den Rückweg. Und dann schauen wir mal weiter. Okay, da oben ist ein Wolf. Level 13. Ich glaube, den holen wir uns ganz fix. So, jetzt müssen wir uns nur noch gegen die anderen Wölfe verteidigen. Wir sind Level 1er. Wow, wow, wow. Mal mit der Ruhe, Kollege. Bisschen Munition haben wir auch noch. Der liegt jetzt. Gut, wir brauchen das Fleisch, ne? Wir müssen den ja zähmen. Ich denke, ein Wolf ist eine ganz gute Sache. Der braucht keinen Sattel und sollte relativ schnell auszähmen. Wir könnten uns natürlich auch einen Petri suchen, aber ich glaube, wir nehmen einfach das, was verfügbar ist, so schnell wie möglich. Wo ist unser Wolf? Der muss ja eigentlich irgendwo liegen. Wolfi?
Du bist der falsche Wolf. Level 19er. Wäre ja noch besser gewesen. Unser Fleisch liegt schon auf dem Grill, also ich habe was zu essen. Das ist jetzt gar kein großer Stress, auch wenn wir schon wieder ziemlich hungrig sind. Das Problem ist, dass ich unseren Wolf nicht wiederfinde. So, unser Wolf ist leider verschollen. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Vielleicht wurde der doch von dem Mammut gekillt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die gesamte Taucherausrüstung an, weil die Stücke so ein bisschen Insulation geben. Und ohne die wäre ich schon tot. Wir haben hier jetzt im Moment minus 7 Grad. Ich habe 2 Feuer an und dann, wenn ich stehe, habe ich auch noch die Fackel draußen. Und wir haben trotzdem noch diesen Debuff. Das heißt, ich reck so ein paar HP. Dann gehe ich mal wieder einen Wolf suchen. Und ja, wir sind eigentlich nicht so weit weg vom Ende des Snowbiomes. Wir sind, glaube ich, ja, es ist super schwer zu sagen. Auf jeden Fall, wenn wir umdrehen, also hinter uns müsste der schnellste Weg raus eigentlich sein. Da vorne ist der Obelisk, also wir sind nicht tief im Snowbiome drin. Wir bräuchten eigentlich nur so einen kleinen Wolf, dann könnten wir loslegen. Ich werde mich also nochmal auf die Socken machen. Mit meinen Flossen an den Füßen. Damit wir nicht ganz so schnell sterben. Und da liegt dieses Mammut immer noch rum. Die Wölfe sind jetzt irgendwie alle tot. Dummerweise sind alle gestorben. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mal auf den Berg hochgehen, nehmen wir mal kurz die Flossen ab und rennen da ganz schnell hoch. Und suchen uns so einen Wolf. Das ist vielleicht schwierig hier, einfach nur am Leben zu bleiben. Oh, hier sind wieder so Ruinen. Da gibt es bestimmt wieder eine Explorer-Note. Und what? Was ist das denn? Das kann ich nicht lesen. Okay. Super cool, auf Chinesisch. Vermute ich jetzt mal. Kann natürlich alles mögliche andere gewesen sein. Hier ist nichts, kein einziger Wolf. Es gibt auch sonst überall Wölfe. Immer wenn man irgendwo im Snowbiome unterwegs ist, wird man von Wölfen überfallen. Dann braucht man einen Wolf und findet keinen. Unglaublich. Wolf? Bist du ein Wolf? Du kannst doch kein Wolf sein. Wolf! Yes! Wolf! Ich wusste gar nicht, dass es hier sowas gibt wie Wölfe. Super cool. Die nehmen wir mit. Du bist zwar nur ein Level 7er. Oh! Wieso läuft denn der vor uns weg? Eieiei. Das fehlt mir jetzt noch, dass mich irgendwie ein Rex in den Rücken beißt. Oh Mann. Okay, jetzt warten wir, bis der auszähmt. Ich hock mich so lange ans Feuer. Das ist direkt hier. Da vorne, wo es so schön leuchtet. Und dann geht's endlich zurück nach Hause. Oh, das ist ein Polovia. Oh nein, ein Polovia. Den haben wir doch die ganze Zeit gesucht. Ich glaube, die kann man nicht finden, sondern man muss sich von denen finden lassen. Den habe ich nicht gesehen, der muss hier eingebuddelt gewesen sein. Die können sich nämlich vergraben. Oh je, der hatte fast unseren Wolf gekillt. Ich glaub's nicht. Was ist denn heute los? Könnte mal irgendwas nach Plan laufen vielleicht. Das ist mal wieder typisch Ark heute. Polovia. Was frisst du? Du bist ein Fleischfresser. Du bist definitiv ein Fleischfresser. Level 4 Weibchen. Die sehen so ein bisschen aus wie ein Dachs. Ja, so ein bisschen dachsartig siehst du aus, ne? Gut. Wir haben einen Wolf. Den pfeifen wir mal auf neutral. Der kann uns so ein bisschen beschützen. Und dir geben wir dann wohl einfach Fleisch, ne? Wir haben ja sowieso nichts anderes dabei. Ich hoffe, dass er das frisst. Wir können natürlich auch ein paar Mejos geben. Gib mir mal eine Mejo. Die hält noch ein Weilchen. Da sehen wir dann, ob das was, ob der Bären frisst oder nicht. Na gut, dann warten wir mal ab, bis der auszähmt, ne? Ich weiß nicht, ob man die reiten kann. Ich habe keine Ahnung. Polovia, ne? Hatte ich falsch geschrieben? Polovia. Okay, für die gibt's keinen Sattel. Polovia gibt keinen Sattel. Also, obwohl die relativ groß sind, ne? Aber die können sich einbuddeln. Das ist eine super coole Fähigkeit. Wir werden den jetzt mal hier irgendwie auszähmen. Ich hoffe, dass der Fleisch frisst. Food fällt ganz langsam. 50 müsste das wieder herstellen. Das heißt, der müsste jetzt gleich was fressen. Jetzt können wir nochmal abwarten. Dann wissen wir wenigstens, ob er Fleisch mag.
Prime Meat habe ich leider nicht. Mit dem Wolf hätte ich auch keinen Prime Meat besorgen können. Okay, also man kann die einfach mit Fleisch auszähmen. Wunderbar. Jetzt haben wir 8:30. Es hat wieder -9 Grad. Ich sterbe wieder langsam. Das heißt, ich werde hier mal wieder ein paar Feuer hinstellen. So schnell wie möglich, bevor ich sterbe. Und den auszähmen. Und ich weiß nicht, müssen wir dann die Nacht abwarten? Ich glaube fast schon. Weil das hier ist eindeutig nicht gut. Nachts wird es hier noch unter -9 fallen wahrscheinlich. So, jetzt schon am Keuchen hier, wie kalt es ist. Feier. Auf geht's. Geht das gleiche nochmal los. Und da bin ich wieder. Langsam wird's richtig gemütlich hier. Unser Pullover ist ausgezähmt. Wir haben -10 Grad. Es wird langsam Nacht und ich habe jetzt 3 Feuer stehen und eine Fackel draußen. Das funktioniert ganz gut. Und man kann denen sagen, dass sie sich eingraben sollen. Das sieht dann so aus. Super cool. Yeah. Also man sieht auch, wo die sich eingraben. Das sieht aber nur der... Also das sehen nur Spieler aus dem eigenen Tribe. Irgendwelche anderen Spieler sehen das nicht. Das heißt, man kann die eigentlich auf alle möglichen Arten nutzen. Wenn jetzt natürlich irgendwer hier kommt und hier wild mit Wölfen durch die Gegend beißt oder so, also praktisch Schaden macht, dann müsste er den treffen, obwohl er vergraben ist, glaube ich. Das weiß ich aber auch nicht sicher. Das ist super heiß, dass sie sich vergraben können. Die haben nicht allzu viel Hitpoints, die haben ziemlich viel Gewicht und ja, relativ viel Gewicht, wenige Hitpoints. Ich weiß nicht, ob die wirklich gut sind als Fallen. Oh, da ist er wieder. Also, wir können die natürlich auf aggressiv stellen und da einbuddeln. Wenn irgendwas dann in die Gegend kommt, dann müsste er das eigentlich angreifen. Das heißt, man kann die so als PvP-Fallen benutzen. Oder man nutzt sie als Speicher, so als Notfallspeicher, als Geheimlager praktisch. Da könnten wir unseren Basilosaurus-Sattel aufheben oder ein bisschen Metall und Flint für schlechte Zeiten oder so. Mehr haben wir leider nicht dabei heute. Immerhin leben wir noch. Das ist eigentlich auch schon ein Wunder. Mit unserer Taucherbrille. Also die sind super praktisch für PvP. Da hat man ja normalerweise auch immer so Backup-Bases irgendwo versteckt. Damit, wenn mal was schief läuft und vielleicht die eigene Base geraidet wird oder so, dass man dann noch so ein bisschen Backup hat. Das ist ja üblich auf PvP-Servern. Und da ist ein Rex. Oh nein. Nein, der ist hinter mir her. Nix hier weg. Unsere Tiere sind auf neutral eigentlich. Das ist nicht gut. Die tun aber nichts. Habe ich euch doch auf passiv gepfiffen? Was ist denn los? Passiv. Unser Lagerfeuer ist kaputt. Wo ist unser Pullover? Pullover? Okay, ist hier. Eingebuddelt. Hast du Schaden genommen? Nö. Oh je. Okay. Kommt mal mit, Leute. Ja, super gefährlich hier. Das ist auf jeden Fall der neue Pullover. Dem Basilosaurus wird es diese Episode dann wohl doch nichts. Das ist arg. Unplanbar. Zum Glück brennt das Feuer hier noch. Können wir das wieder anzünden? Ja, sehr schön. Fleisch weg. Gut. Wir werden überleben. Ich habe mir wahrscheinlich schon 5 Stacks Fleisch reingezogen oder so. Wir haben jetzt 2 kleine Dinos, die uns nicht helfen können, aber zumindest cool aussehen. Und der Basilosaurus ist... Pullover heißt er, ja. Basilosaurus gibt's heute nicht. Ist auf jeden Fall cool für PvP. Ich denke, mehr als eingraben kann der sich nicht. Aber das ist ja schon mal was, ne? Oh. Und er hat ein großes Maul mit riesigen Zähnen. Bitte kein T-Rex mehr. Stockfinstere Nacht. Na gut, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Episode. Mega ungeplant alles, super schief gelaufen und trotzdem noch irgendwie ganz witzig geworden. Ich werde mich dann auf den Rückweg machen. Ich glaube, wir lassen unseren Pullover einfach hier. Der kann sich hier eingraben. Der ist dann hier unser Geheimlager oder so. Und dann schnappen wir uns unseren Wolf und reiten nach Hause. So der Plan. Mal sehen, ob der Plan noch aufgeht. Wir sehen uns dann hoffentlich lebendig wieder in der nächsten Episode. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Emote. Emote geht nicht.